sewer dog's fault, they say. Then the gangs, the epidemics, everyone's throwing the blame. Ja, das haben die Menschen so an sich, ne? Ich bin nicht schuld. Keiner ist schuld. Wo ist er denn? Warum ist das fehlgeschlagen? Hinweis verloren? Ernsthaft? Warum? Das ist doch bescheuert. Das ist voll bescheuert. Großartig. Wer bist du denn? Ach, bist du nicht Dingens? Good evening, Mr. Delaney. What? Hast du irgendwas Neues? Wahrscheinlich nicht. Nö. Goodbye. Ach, das ist hier direkt neben der Kneipe, okay. Okay. Oh, Ratten, trifft sich gut. Komm her. Komm her, habe ich gesagt. Ich hab tierisch viel Blut verbraucht bei diesen ganzen Viechern da. Was ist denn hier? Irgendeine Brücke? Oh, ich glaube, ich laufe gerade wieder dahin, wo ich schon irgendwie 150 Mal war. Da war Blut. Ach, da geht's ins Wasser. Ich glaube, ich werde hier sehr viel Zeit damit verbringen, den Weg zu suchen. Ach nein, das ist... Nein, ich will nicht. Hör auf, geh weg. Das ist diese alte Dame wieder. It's Dr. Reed again. May I come in? You best come back in them. Ja, komm. Das ist doof. Boah, das ist voll scheiße, ey. Irgendwas stimmt hier mit der Questverfolgung nicht. Großartig. Wie soll ich jemals diese blöde Kette finden? Finde die Halskette. Ja, die Halskette ist scheinbar irgendwo hier in dem Dingens. Kann ich die vielleicht anhand dieser leidet unter Blutarmut Medikamente oder diese Mittelchen, der hat eine Erkältung, kann ich auch nichts machen. Der leidet immer noch unter Erschöpfung. Ah, ich glaube, jetzt verstehe ich dieses, in Anführungsstrichen, Quest-Symbol. Das hat uns jetzt praktisch dahin geführt, wo diese Kette sein könnte. Ich weiß jetzt halt nicht, ob man die auch so findet, wenn man diese Vampirsinne anhat. Wäre natürlich schön. Oh, ich bin schon wieder verkehrt. Ich bin schon wieder außerhalb der Range. Kann ich hier durch? Da ist Blut. Ja. Turn around, sir. This one's... Och, Alter, ey. Weißt du, ich habe hier voll die schnelle Knarre. Der hat eine voll die schnelle Waffe. Der hat so ein Zweihand-Ding und ist trotzdem schneller als ich. Klar. Ey! Ey! Das kann ich aber auch, Junge. Glaubt ihr, brennt der Kittel? Schrauben. Ja klar, ich habe als Normalo auch immer grundsätzlich Schrauben dabei. Dö.
Ich habe auch immer ganz gerne Schrauben dabei. Das sind immer die Schrauben, die bei mir locker sind, weißt du? Das sind immer die, wo ich in der Hosentasche habe. Okay, jetzt bin ich schon wieder außerhalb der Range, vermute ich. Aber deutlich außerhalb der Range. Oh Mann. Wie soll ich denn diese Kette jemals finden? Ach, der ist das. Ist die vielleicht hier drin? Ja, es ist schon wieder so eine Kackfliege da. Willst du mich verarschen? Oh, ein silberner Spiegel. Wow. Geld. War das vorhin auch schon offen hier, diese Bude hinter dem? Noch mehr Geld. Blutiger Brief. Liebe Mutter, was mir auch zustoßen mag, vergiss niemals, dass dein Sohn dich liebt. Ich weiß, du warst mit meiner Art zu leben nicht immer glücklich, aber ich werde mich nicht ändern. Ich wurde in diesem Stadtteil geboren und aufgezogen und ich kann es nicht mehr länger ertragen, was man unserer Nachbarschaft antut. Den Leuten, die wir kennen. Vor kurzem habe ich eine furchtbare Entscheidung getroffen. Ich beschloss, mich gegen die Tyrannei der wenigen zu erwehren. Ich weiß, sie werden Vergeltung üben, aber ich bin für alles gewappnet. Dank dir habe ich das Lesen immer geliebt. Jetzt, da ich endlich handle, bleibt mir nur übrig, Etienne de la Boétie zu zitieren. Wie auch immer dieser Name gesprochen wird, ich kann kein Französisch, tut mir leid. Sie wirken nur groß, weil wir vor ihnen knien. Ich werde nicht länger knien, Mutter. Ich werde aufrecht stehen, was es mich auch kostet. Auf bald, meine liebe Mutter. Jack. Vorausgesetzt, es ist französisch, ich weiß es nicht. Aber ich hoffe es mal. Engraved under the blood on the back of the case. Jack Gillingham. Maybe I should return this watch to his family. Ja, das ist schön. Finde mal lieber diese dämliche Halskette. Okay, da ist zu, da kommen wir nicht durch. Okay, das war's hier, glaube ich, auch schon wieder. Ach, das war die Küche da. Wie soll ich diese dämliche Uhr denn erkennen? Da kam ich, glaube ich, auch schon mal durch. Ha, Nasio. Entschuldigung. Also wenn das hier jetzt gang und gäbe ist, dass ich Ewigkeiten nach so einer scheiß Kette suchen muss, die hier irgendwo in irgendeiner unübersichtlichen Ecke liegt oder so, dann gute Nacht. Ja, hier waren wir auch schon drinne. Dann gute Nacht, ey. Und wenn das hier gang und gäbe ist, dass man mit solchen Kackquests zu tun hat, wo man irgendwas sucht im Umkreis von Kilometern, dann verzichte ich lieber drauf, danke. Weil gerade muss ich zugeben, mit diesem ganzen Gesuche, wo man eigentlich gar nicht richtig weiß, wo man hin soll, und weil überall irgendwelche Gittertüren zu sind, bin ich echt so ein bisschen genervt gerade, muss ich gestehen.
Ich mach gleich auf Pause und google, wo diese blöde Kette rumliegt. Ich habe keine Lust, da Ewigkeiten zu suchen. Ach, das ist nur ein Plakat. Ich dachte schon. Vielleicht. Ach komm, nein, das will ich nicht. Geh weg, Mensch! Vielleicht weiß jemand was irgendwie? Ich weiß nicht. Vielleicht muss ich die befragen. Hallo? Hallo, Bild? Welcome back, Doctor. What can I do for you? Ich dachte schon. Nö. Goodbye, Mr. Watts. Alter, bin ich gerade erschrocken. Ich dachte, das Spiel hängt sich auf. Leute, bevor ich hier Ewigkeiten rumsuche, würde ich sagen, ich pausiere hier gerade mal und gehe mal auf die Google-Suche nach dieser dämlichen Kette. Ne? Also, bis gleich. So, da bin ich auch wieder. Es heißt, im Süden, am Wasser, gibt es irgendwas, das durch Sperrgut blockiert ist. Und da gibt es einen geheimen Tunnel und da muss ich rein. Also, da unten wahrscheinlich. Schauen wir mal. Ah! This is a slaughterhouse. Oh ja, das ist wirklich eins. Bäh. It's locked. Toll. Super. Da haben wir sie. Yay! From Seymour to my beloved mother Stella. Fishburne. That sneaky bastard. Entscheide, was du mit Seymour Fishburne tust. Bringe die Halskette zu Seymour oder seiner Mutter. Ich würde sie gerne der Mutter geben, ehrlich gesagt. War das diese Tür hier? Nö. Wo war die Tür? Nee, ich glaube, das war schon da oben irgendwo. Das war ja fast direkt in der Nähe, diese Tür. Boing, erstmal gegen die Wand laufen. Warum nicht? Ah, ich glaube, hier ist es. Good evening, madam. It's Dr. Reed. You best come back in. Ah, ich kann doch nicht. Ich kann da gar nichts machen. Ich kann I'll nichts machen. Then. Okay. Ja, dann halt nicht. Dann warte ich halt. Ich will sie der Mutter geben, nicht ihm. So, was haben wir denn sonst noch für Quests? Quests, habe ich gesagt. Ah ja, genau. An die Gedenken an die Opfer. Was will die? Finde die Totengräber. Bringe sie einem Verwandten. Verkaufe sie an jemand anderen. Finde die Totengräber. Alter, in 200 Metern, ey, das ist so krass manchmal. Hey, stop biting me, I'm not a piece of cheese. Hallo? Wer hat da was gesagt? Rufus Kingsbury's Hütte, okay. Ja, da komme ich aber leider nicht hin. Ah, das ist der. Da komme ich auch nicht. Oh, da komme ich auch nicht rüber. Das ist, glaube ich, auch auf der anderen Seite gewesen.
Da kann ich auch noch nichts machen. Schauen wir mal hier. Kann ich hier irgendwas machen? Ist das ätzend. Also wenn man hier schon Quests kriegt, wäre ich verdammt nochmal auch dafür, dass man sie auch wenigstens abschließen kann. Das Spiel ist echt cool, aber ich bin mittlerweile so ein bisschen genervt, weil ich irgendwie die Hälfte der ganzen Sachen nicht machen kann. Och, ernsthaft? Sind die schon wieder da? Hallo, jetzt mach doch mal... Was ist denn mit der Kamera los? Tschüss. Au! Jetzt mach doch mal die Kamera ein bisschen besser. Das ist ja furchtbar. Da lässt sich die Kamera kaum noch steuern, weil er im Kampfmodus ist. Da oben sitzt jemand, wo ich nicht hin kann. Schön. So, jetzt bin ich wieder raus. Wo muss ich jetzt lang? It's locked. Ah! It's locked. Muss ich wieder irgendwie außen rumlaufen? Ich hasse das, ey. Alles ist zu. Das ist so bescheuert. Was nützt mir denn die Karte, um mich zu orientieren, wenn überall verschlossene Gittertüren sind? Boah, das ist so bescheuert, ey. Kann ich hier durch? Oh. Halt, essen. Ich habe Hunger. Komm her. I have this. Nimm dieses Mistvieh da unten. Hallo? Jetzt so. This is despicable. Ach ja, komm, sei still. Sei froh, dass du überhaupt die Möglichkeit hast, das aufzufüllen. Sonst wärst du wahrscheinlich schon x-mal krepiert. I have this thirst for blood. Schmiermittel. It's locked, all right. Mich verarschen, Alter. Porte dich doch einfach rüber. Was ist denn ein Problem? Jetzt muss ich 300 Kilometer außen rumlaufen, nur um festzustellen, dass irgendwo am anderen Ende der Welt irgendwo eine Tür ist, wo ich endlich mal durchkomme. Oh, das gibt's doch einfach nicht. Hier ist alles zu. Wie soll ich denn da hin? Das ist so bekloppt, ey. Ohne Scheiß. Ist das nicht da, diese Ecke, wo ich jetzt gerade gesehen habe? Das ist so das gleiche, wie ich da vorhin hingegangen bin. Ja, das ist dasselbe. Kann ich auf der anderen Seite irgendwie lang? Nö, da liegt irgendwie ein Seil davor, das er nicht wegräumen kann. Klar, der ist auch so total schwächlich. Macht total Sinn. Kann ich das irgendwie reinscrollen? Nein, kann ich auch nicht. Was ich auch mache, ich komme nirgendwo zu irgendwelchen Quests. Weißt du, ich gehe zurück ins Krankenhaus, Pendelrunde und verteile meine EP. Vielleicht kann ich dann mal irgendwas, vielleicht ändert sich dann irgendwas. Weil nach Whitechapel komme ich auch nicht rein. Da ist auch alles zu. Hä? Also, Entschuldigung, ne? Langsam werde ich hier echt so ein bisschen aggressiv, weil ich einfach nirgendwo hin kann. Oder ich bin einfach zu dumm, die andere Ding zu finden.
Jetzt muss ich natürlich gucken, wie ich wieder dahin komme. Was ist das hier? Nix. Das ist so bescheuert manchmal, ey. Ohne Scheiß. So, wo bin ich jetzt? Ich muss da lang. Irgendwie nach Norden. Das ist so bekloppt einfach nur. Nirgends kann ich hin. So viel zum Thema Open World, weißt du? Was ist da? Nichts Interessantes. Ich will da lang. Keep out. Also wenn das hier so weitergeht, dass alles zu ist und ich durch hochkomplizierte, weißt du Geier was, erst da hinkomme und irgendwie 300 Quests einstecken habe und nichts davon abgeben kann, ja, sorry, ne? Dann kann das Spiel sich künftig selber spielen, ganz ehrlich. So cool ich das wirklich im Moment auch finde, aber ich finde das scheiße, dass man nicht überall hin kann. Und wenn ich da noch nicht hin soll, weil es noch zu früh ist, dann gib mir doch noch nicht diese Quests. Ja, das ist eine Sackgasse. Sorry, ich muss nach unten, glaube ich. Was war? Nimm das mit. Halt, da ist noch was. Wer bist du denn? Kenn ich dich? Good evening, Mr. Cox. Dr. Reed. Still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, one way or another. Mhm. Ja, da ist übrigens dieser Cox. Ist das seine Frau oder seine Schwester oder was? Do you ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me. We'll make sure I don't forget him. Still fucking hurts. Boss, it cut me good. That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. Oh, I guess revenge gives you balls. What did he want? Revenge? I recently had to kill his brother. Poor asshole thought it would be easy to return the favor. Spießchen. You're a monster, Mr. Cox. An ungrateful and disgusting man. I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reed. And I don't give a fuck what you think of me. Warte mal. Kann ich die andere Antwort auch noch nehmen? Nö. Okay, das war so eine kleine Entscheidung. Okay. How is your hospitalization going, Mr. Cox? This is a shitty place with shitty staff. But as long as I'm treated all right, I'll be fine. Wie freundlich. What's wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton. I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one. Nurse Crane. Pretty brunette, tough attitude, all like that. Mm-hmm. What's wrong with the hospital? Come on, Dr. Reed. The place is a dump. Smelly, sad, and dirty. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting, a medal? I thought that saving lives was just part of the job. Must be an unsatisfactory profession at this time, I'm sure. Ja, das stimmt allerdings. Es ist unbefriedigend. How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc. I know its streets, who to pay, who to avoid, and who to bully. I won't get caught. We can't escape the consequences of our actions. The past catches up with us in the end. I ain't afraid of death. I don't hide who I am.
I live my life honestly, which is more than I could say for most folks. And who are you then? I'm the leader of the Wet Boot Boys. One day I'll leave this shitty place and punch in the face all who thought I would not come back. Was, ernsthaft? Der ist der Boss? Ja, und sein, wie ich gesagt habe, der ist der Boss und seine Frau ist irgendwie der Second Boss oder sowas. Ja, dachte ich mir irgendwie. Ich habe mich nämlich erinnert, so, es gab doch auch mal einen, der Cox hieß. I'll leave you for now, Mr. Cox. Siehst du, dann hätten wir den in dem Tutorial zum Beißen und zum Töten, hätten wir den gekillt, dann hätte es da wahrscheinlich mächtig Ärger mit denen gegeben. War also, glaube ich, eine ganz gute Idee, die am Leben zu lassen. Nein, ich wollte die Kiste. Gibt's was Neues? Nö. Ich wollte die Kiste aufmachen. Geh mal aus dem Weg. Männe. Hallo, hast du irgendwas zu Neues zu sagen? Nö. Goodbye, now. Die denkt sich, ach, hä, hast du es bald? Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Oh. Tell me why you're extorting money from some of the patients here. If a patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. That's all. Where did you get the idea for such an immoral scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. It's only then I realized I could make a fortune. Admit it. Nurse Hawkins is more than your lover. She's also your partner in crime. Of course she is. How else could I tell which bed is free? I need to know that. Have you no shame? Don't you see this city is crumbling down? Today people are ready to pay to get a hospital bed. Tomorrow we may be fighting for food. Ist scheiße, ja. Alles scheiße. Alles scheiße. Goodbye, Milton. Ach, wie geht dir das? Wie geht's dir denn? Miss Howcroft. I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. I'll leave you. Ja, ich verlasse dich. Ich lasse dich sitzen. Eiskalt. Eiskalt. Hat die hier was Neues? Ich kann die gar nicht anlabern, was? Ich kann mit dir gar nicht reden. Okay, dann halt nicht. Hast du irgendwas Neues? Hello. Goodbye, Mister. Oh gut, ich kann mit Rechtsklick immer raus. Das ist super. Hat der irgendwas Neues? Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Oh. Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. Oh. Okay. Tell me what really happened then. I went with a whore in Rouen. Dead drunk I was. The hotel was a shithole. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. Or? Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans. And it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. Okay. Reconstructive surgery has been very successful for some soldiers. I don't want to wear a bloody mask for the rest of my life. I'd rather stay here and just be forgotten. Oh, willst du mich verarschen? Man kann also die Scheiße fehlschlagen, wenn man die falsche Antwort, die falsche Frage stellt, oder was? Dankeschön, du Arschlochspiel. How close are you to Miss Hawcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire?
To wait for our next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard Syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. But frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. Definitiv, ja. Goodbye for now, Mr. L. Good evening, Miss Halpern. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. Mm-hmm. Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Das ist schon mal gut. Warum ist das denn immer noch hell? Das ist so blöd. Das irritiert. Ah ja, genau. Ich wollte ja eigentlich schlafen gehen. Ist das blöd, ey. Dass wir auch falsche Antworten geben können. It's locked. Ey, hast du jemand Neues zu melden? Do you need something, John? I have met Lady Ashbury. She's a fascinating woman, wouldn't you agree? Is she the true reason you recruited me? To work on her condition and addiction for blood? A part of me is thinking I've been played. Lady Ashbury is a cherished friend of mine. I would not betray her secrets without her consent. Come to the rescue of a damsel in distress. I ask nothing more. The matter of Lady Ashbury's blackmailer. I know too much about this matter already. I'm confident in trusting the interests and reputation of both the hospital and our lady into your able hands. I have just a few questions. Then ask away. I'm at your service, Doctor. You mentioned something about a secret society. A brotherhood, if I recall. Could you elaborate? Certainly. I've been a member of the Brotherhood of St. Paul's Stole for several years. We are pledged to monitor and report vampire activity in England as impartial scientific observers.